Hallihallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Die Sims 4 Unileben. Und unsere liebe Charlie, die hat ihre Prüfung abgelegt. Und wir werden auch nachher nochmal in einer Gastvorlesung teilnehmen. Wie so ein Nickerchen machen. Du machst hier gar kein Nickerchen. Weil du noch zu arbeiten hast. Zwar nicht unbedingt an der Uni arbeiten und so, aber für deinen Job, ne? Aber das war richtig gut. Also ich bin mal gespannt, was da rauskommt. Hat seine Hausarbeiten gedingst. So, ihr wollt doch sicherlich nochmal weg, oder? Oder seid ihr tatsächlich für heute fertig? Okay, dann warte ich jetzt einfach noch, bis sie ihre Dings, oder sollen wir das? Ach komm, wir gehen doch jetzt schon reisen. Weil wir müssen ja, ich will das ja auch hinkriegen. Wir nehmen natürlich unsere beiden Mitbewohner mit, wie immer. Nur so kriegen wir das hin, dass wir die drei Vorlesungen durchziehen können. Ja. Spiel gegen Profis, bla bla bla. Wir wollen aber eigentlich nur an der... Was? Von 17 bis... Dings-Uhr. Okay, gut. Das rentiert sich eigentlich nicht, die Hausaufgaben anzufangen. Was brauchst du denn für morgen? Das auf jeden Fall nicht. Da sind die auch abgeschlossen. Nicht begonnen. Okay. Ja, das ist irgendwie doof, dass das hier irgendwie rausragt. Also, ich mag aber nicht zusammen. Nee, das mache ich zu Hause. Mit Gesichtserkennung, Bundesrecht oder die Schüler verstehen. Ach komm, machen wir mal. Das hier. So, ab geht die Post. Ah, in das Gebäude also, okay. So, jetzt müssen wir nur noch warten, bis die da eigentlich wieder rauskommen, ne? Aber es ist schön, dass Charlie zwischendurch einfach gut drauf ist wegen dem Gruppentreffen, was die ja anscheinend immer starten. Aha. Notendurchschnitt 1-. Das Semester ist um. Morgen ist die Abschlusszeremonie. Eine aufregende Zeit liegt hinter Charlie und morgen findet ihre Abschlusszeremonie statt. Es wird Zeit zu feiern. Okay, ja. Und dann sieht man das bestimmt hier oder so. Ja, genau, Abschlüsse. Cool.
Ja, unwohl. Jetzt hast du aber erstmal Pause. Dieser Sim hat seinen Abschluss gemacht. Es gibt keine Semester mehr, für die er sich einschreiben kann. Cool. Der Dozent war gut informiert und Jack konnte seinen Wissensschatz über das Bundesrecht erweitern. Dann ist doch schon mal gut, dass das dir was gebracht hat. So, ich denke mal, ihr habt alle das jetzt abgeschlossen. Aha. Studierenden unterrichten. Klicke auf das Unterrichtsgebäude deines Sims und wähle die Unterrichten-Interaktion für eine beliebige Fähigkeit. Ah, okay. Und das hier. Und du musst noch die Fähigkeit Dingsen Kurs mit einer 1 abschließen. Das sollte aber auch kein Problem sein. Du bist noch mal weg. Du bist eigentlich müde. Ja, und du machst Hausaufgaben. Alles klar. Haben wir auf jeden Fall schon mal einen Sim, der tatsächlich einen Abschluss gemacht hat. Dann müssen wir halt nur mal gucken, was wir als nächstes studieren wollen. Weil das da müssen wir ja auch noch irgendwie hinkriegen. Ich bin mal gespannt, wenn wir uns bewerben, für was wir dann jetzt irgendwie gedingst sind. Vielleicht werden wir uns auch erstmal als Koch, also in die Kochkarriere eindingsen. Hoppala. Das wird noch ein bisschen dauern, aber ich werde auf jeden Fall reisen. Ich hoffe, das bricht das nicht ab. Warte mal. Ich werde dich nicht auswählen, weil sonst zählt das ja wahrscheinlich nicht, oder? Oder muss ich tatsächlich warten, bis ihr da wieder rauskommt? Und das fünfmal müssen wir das machen. Und wir müssen noch Hausaufgaben machen. Oh, wie lange dauert das denn? Dann könnt ihr euch ja um euch selber kümmern. Dann schicke ich halt die schon mal nach Hause. Müsst ihr dann auch noch was für die Arbeit tun? Theoretisch hättest du das machen sollen. Aber okay, ich denke mal, das ist schon in Ordnung. Naja, dann hätten wir zumindest schon mal einen Unterricht durchgezogen, ne? Das ist ja auch schon mal etwas. So. 70 Simoleons haben wir damit verdient, okay. So, wir müssen halt niemanden mitnehmen, weil die beiden anderen sind schon nach Hause gegangen. Eieiei.
gehst mal schön noch nett ins Bett. Da du ja was neue Punkte dazu gekriegt hast, kriegst du einfach von mir einen Schlafersatz. Und den wirst du jetzt trinken. Weil wir müssen noch zwei Dinge erledigen. Und zwar das hier und die hier. Musst du auch noch was machen? Abgeschlossen, abgeschlossen, nicht begonnen. Naja, gut, brauchst du für heute jetzt nicht. Aber da du ja sonst nichts das da müsstest du noch machen. Du gehst jetzt nochmal schnell Pipi machen. Was ist dein Problem? Ja, ich weiß, ihr fühlt euch alle unwohl, aber das ist jetzt... So, du hast, glaube ich, deine Arbeit fertig gekriegt. Oh, du bist an den letzten Hausaufgaben-Dings dran. Oh, jetzt krieg das hin. Geht doch. Zwar müssten wir eigentlich noch programmieren lernen, üben. So ein bisschen zumindest, dass es gerade so zählt. Okay, eine neue Fischart. Und wieso zählt das denn dann nicht? Von zu Hause arbeiten. Null. Na toll. Oh, wieso bist du denn jetzt wach? Ich dachte, du willst schlafen. Nee. Du gehst schlafen. Kannst einfach nicht lassen, ne? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, und? Was sollte das jetzt? Oh Mann. Wie wär's mal mit Schlafen? Nur mal so eine ganz komische Idee. Abschlusszeremonie. Beginnt bald. Oh Gott. Um wie viel Uhr denn?
Um 10:05 Uhr. Ha. Ach ja. Darf ich mir kurz. Ach, weißt du was? Wir. Die schafft das ja eh nicht, bis dahin wieder aufzustehen. Also kriegst du den Schlafersatz. Dann kannst du dich wenigstens noch duschen gehen. Mal gucken, ob wir dabei sein dürfen. Was musst denn du jetzt eigentlich machen? In 4 Stunden? Okay, das schaffen wir jetzt beides nicht. Kein Problem, aber das kannst du ja auffüllen. Die Abschlusszeremonie findet bald statt. Möchtest du an ihr teilnehmen? Ja, ist doch klar, dass wir da mitmachen. Hallo? Ich bin ja so gespannt. Uiuiui. Kamera. Ja, okay. Ja, ist gut. Nimm doch einfach daran teil. Ah, okay, wir warten. Könnte ich. Hallo? Diese Kamera. Okay, ihr seid alle auch schon dran. Cameron, du auch? Okay, und wie sieht das Ganze jetzt hier ungefähr aus? Ah, okay. Hallo? Cool. Wieso muss ich dann mit? Wenn ich nicht mit rein darf. Schade. Okay. Und da fliegen sie. Okay. Also haben wir es tatsächlich gepackt, ne? Dann denke ich mal. Okay. Dann können wir ja jetzt auch wieder nach Hause, oder? Also die hat ja jetzt, war ja jetzt erfolgreich, ne? Okay. Dann, das war eine schöne Zeremonie. Ich habe mir das zwar jetzt ein bisschen anders vorgestellt, aber ja, das war die Abschlusszeremonie. Okay.
So, meine Liebe, ja, du hast es geschafft. Zumindest für deinen ersten Abschluss. Was wir natürlich machen könnten, wäre ein bisschen arbeiten. Das heißt, vielleicht einen anderen Job. Und zwar will ich mal gucken, was für Chancen jetzt, was da jetzt drin steht. Und zwar unter Köchin. Ein entsprechender Universitätsabschluss bedeutet, dass diese Position mit einem höheren Lohn, schnelleren Beförderungen, mehr Urlaubstagen und einem Einstellungsbonus verbunden ist. Unabhängig von der Karriere kann ein Sim nur alle 7 Tage ein Einstellungsbonus erhalten. Okay. Das ist ja heftig. Kann ich das auch jetzt irgendwo nachgucken, für was das jetzt... Also, wir sind auf jeden Fall durch. Mit Charlie. Und mit Jack wird es halt noch ein bisschen dauern, bis wir da fertig sind. Hausaufgaben müsst ihr aber heute dann machen. Und auf Klo müssen wir. So. Ich denke mal, das eine kriegst du vielleicht noch hin. Stufe 5 der Programmierfähigkeit. Das ist doch cool. Bist du für heute dann fertig? Fünf Tage, ja. Nur halt nicht mit der Arbeit, aber okay, das ist jetzt... Erstmal müsstest du ja mal runterkommen mit deiner schlechten Laune. Oh, muss das jetzt sein? Ich probiere mal was aus. Und zwar, ob wir noch den Kurs stören können. Das wird zwar wieder ein bisschen dauern. Dann fahren wir einfach wieder hier hin. Ohne jemanden mitzunehmen. Und dann mal schauen, ne? Aber ich finde das richtig klasse, dass das so gut funktioniert hat. Allgemein ist es halt schade, dass man mit den Sims nicht in den Unterricht kann und auch die Abschlusszeremonie leicht komisch aussieht. Aber der Rest drumherum ist doch eigentlich gar nicht mal so schlecht. Gebäude. Abmarsch. Damit wir das noch für die Arbeit fertig kriegen. Ui, wir haben uns richtig reingehauen in das Dings.
Das finde ich klasse. Und dann haben wir morgen noch mal die Abschlusszeremonie. Semesternotendurchschnitt von mindestens einer 2 erzielen. Ja, aber das haben wir doch. Naja. Glückwunsch, Charlie Jansen hat ihren Abschluss an der Universität gemacht. Und der Beweis dafür ist ihr Diplom. Du findest es im Inventar von Charlie. Schön. Ui, cool, mit Foto. Das muss ich mir nachher zu Hause angucken. Foxbury Institut Kochkunst ohne Auszeichnung. Ja. Da la 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 la. Haben wir jetzt endlich geschafft. So, dann können wir ja jetzt auch wieder nach Hause düsen und andere Dinge erledigen. Doch schon wieder. Was wollte ich mit dir machen? Du bist eigentlich beruflich schon soweit ganz in Ordnung. Wie wär's? Ah ja, stimmt ja. Wir wollten uns jetzt mal das Diplom angucken. Und das Porträt dazu, was ja sehr schön ist. Da nehmen wir natürlich auch einen Rahmen dazu. Komm doch mal hier hin. Also ich muss sagen, das Bild ist ganz gut geworden, ne? Richtig schick. Muss ich mal gerade gucken, dass wir uns vielleicht noch mal neu bewerben an der Uni. Und dann halt mal gucken, was wir. So für Stipendium uns bewerben können, an Uni anschreiben. Wir können uns auch nochmal bewerben. Weiß nicht, was jetzt. Ob da jetzt sich irgendwas geändert hat. Wie sieht's denn bei euch beiden aus? Du musstest mal duschen, du stinkst. Du hättest Hunger und warum liest du Robotik Band 2, wenn du damit doch eh nichts anfangen kannst? Irgendwas Schräges geht gerade bei den Ruinen vor. Zwar hätte ich jetzt theoretisch Zeit, aber. Ups. Na toll. So, dann gehen wir mal da weiter gucken. Oh, Spezial. Der Sim hat bereits einen Abschluss in diesem Studiengang. Aber das wäre ein spezieller gewesen, ne? Ah. Ah, wahrscheinlich. Ich müsste richtig gut in einem Fach drin sein. Es wäre schön, wenn ich wüsste, wo drin ich einen ganz normalen, also einen speziellen
Dings haben kann. Weil wenn ich jetzt hier die Computerwissenschaften mache, dann kann ich später nicht den Spezialabschluss machen. Was irgendwie doof ist. Auf jeden Fall wahrscheinlich, um deine Programmier- und Robotikfähigkeiten zu verbessern. Das heißt, wir arbeiten einfach an den Computer-Dings, an unseren Fähigkeiten und dann werden wir doch dann vielleicht einen Spezialabschluss machen können. Aber das machen wir in der nächsten Folge und bis dahin sage ich Tschüss.